In der letzten Folge haben wir 20 Tage Minecraft Hardcore überlebt. Das war aber noch lange nicht alles. Im heutigen Video habe ich 50 Tage in Minecraft Hardcore überlebt. Und was wir in diesen 50 Tagen erreicht haben, ist wirklich insane. Wenn ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt, dann schreibt einen Kommentar und lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Checkt auch gerne mal Twitch ab, da streame ich daily mit sehr nicem Content. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Video. An Tag 20 habe ich ein Pferd getamed. Alter, das Pferd ist ultra schnell. Zombie Villager! Okay, Jungs, wir haben ein nächstes Ziel. Wir bringen ihn nach Hause. Okay, Chat. Wenn dieser Zombie-Villager jetzt in die Lava läuft, bin ich sauer. Bruh. Ja, useless. Perfekt. Homie, du musst hier chillen. Weißt du, weil sonst verbrennst du. Das ist nicht nice. So, mein... Oh mein Gott! Ich hab mich voll erschrocken gerade. Ich weiß nicht, warum. Nein! Oh mein Gott! Okay, nee, das reicht mir jetzt, Chat. Das reicht mir. An Tag 22 habe ich das Ganze aufgegeben und ich bin zurück in meine Base und habe erstmal einen Fletcher-Trade gesucht. Und tradest jetzt mal. Dann wollte uns der Villager scammen. Hä? Bro. Fletcher, danke. So. Chat, wir haben 16 Dingens. Für den günstigsten Mending Trade brauchen wir nur 16 Emeralds und ein Buch. Ja, das ist halt 57! Wieso? Oh, Homie, das ist jetzt nicht nötig, oder? Da ist ein Dorf! Mein Gott, das ist sogar eine große Village. Oh mein Gott, Junge. Oh, let's go! Holy, 2? Was ist das für eine Riesen-Village? Ich weiß selber nicht, warum wir so viel Glück hatten mit der Village, aber die haben wir auch direkt ausgenutzt. Und ein Wandering Trader. 3! Ich meine, es waren 3 Blacksmiths drin und wirklich generell ultra viele Villager und die konnten wir direkt benutzen. Jetzt langsam glaube ich nicht mehr, dass das real ist. Was? Nur mit meinen Katzen gechillt? Tut mir leid, Jungs. Dann machen wir so. Jetzt haben wir die ganze Villager eingezäunt und wir haben erstmal unseren Bedarf an Emeralds gedeckt. Wichtig war es jetzt, die besten Trades zu finden. Double Chest, boom. Machen wir jetzt aber auch schon mal ein paar Sticks rein. Und dann haben wir die Kiste hier voller Sticks. Und wenn wir die gefüllt haben, dann haben wir einen Big Vorteil, weil wir dann auf jeden Fall genügend Emeralds haben, um die ganzen Trades so schnell wie es geht zu machen. Und dann gehen wir Netherite Farm mit Mending. Infinity. Oh, Jungs, Infinity. Baba. Was jetzt machen? Unbreaking, let's go. Jetzt brauchen wir noch einen Villager, der Mending tradet. Machen wir auf unserem Bogen Infinity. I guess, wir machen auch einfach auf unser Schwert Unbreaking. So, dann nehmen wir uns ein paar Unbreaking-Bücher. 1, 2, 3. Ja, Mending, zack, boom. Jetzt haben wir Mending-Trader. Zack, zack. Okay, wir haben genügend. Aber erstmal, boom, 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 boom. Full Mending-Chat. Boom, Unbreaking auf die Schaufel. Wir haben alles, was wir wollten. Wir haben alle Tools und jetzt können wir in den Nether gehen. Und dort Full Netherite farmen. Gesagt, getan, wir sind erstmal in den Nether, um alles zu repairen, also Tools, Rüstung und so weiter. Okay, Armor ist voll. Tools sind auch alle voll langsam. Picke auch mal langsam voll. Wir sind ready für den Netherite auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Boom, boom, boom. Jetzt schön, jetzt boom. Oh mein Gott, Chat. Oh mein. Oh, wir haben Plot nicht drauf gemacht, egal. Oh mein Gott. Oh. Attack 30 haben wir uns aufgemacht, für die Ender Eyes erstmal ein paar Endermen zu killen. Im Bob Forest Biom und das mussten wir erstmal finden. Lol, hier startet einfach das Biom, aber hier ist noch der alte Baum. Reicht aus. PogChamp. Wir verarbeiten aber nicht alles. Looting 3. Boom. Und was jetzt kam, das war wirklich ultra close. Okay, Fletcher, du lebst noch. Da bin ich sehr... Eventuell habe ich gerade den Schreck meines Lebens bekommen. Feather Falling 4 für 15 Emeralds. Ja oder nein? Für unsere Boots, das ist auf jeden Fall sehr nice. Sharp 4 für 16 Emeralds müssen wir machen. So, Kollege. Sharpness 4. Boom. Sehr, sehr sick. Oh, Jungs. Schaut euch an, was für eine Beauty. Chat, ich hab... Ja! Ja, let's go! Okay, wir haben Prot 4. So, und an Tag 35 haben wir uns dann aufgemacht, ein bisschen Holz zu farmen, weil wir haben ja natürlich noch keine Holzfarm. Im Nachhinein denke ich mir so, wieso habe ich keine Holzfarm gebaut? Aber egal. Yo, hallo. Wo ist der Trade? Der Trade ist weg! Der Trade hat sich weggebuggt. Yo! 55! Was, willst du mich verarschen? Instant Prot 4 und dann für 55? Was sind die Odds dafür, dass ich zweimal hintereinander Prot 4 bekomme? Wisst ihr was, wir nehmen einen anderen Villager. Ja, und dann habe ich mich erstmal in der ganzen Stadt unbeliebt gemacht. So, mein Gott. Oh nein! Er ist in mein Sichtfeld gelaufen.
Ja, und an Tag 36 haben wir uns eine vorübergehende Billow-Farm für Sugarcane gebaut. Ich meine, später machen wir eh noch eine bessere. Schon wieder ein Baby-Zombie auf einem fucking Huhn. Dich lassen wir hier. Okay. Ja, und dann dachte ich, dass einer meiner Homies gekillt wurde, aber es war eigentlich nur ein random Zombie. Okay. Nein! Hä? Ah ne, es war einfach nur ein Zombie-Villager. Saved. Oh, saved. Ja, du lebst noch. Ja. Mein Freund, wir haben ein ernstes Wörtchen zu reden. Prot 4, komm. An Tag 37 haben wir es noch versucht, den Final Trade zu bekommen, und zwar Prot 4. Wir nehmen's. Boom. Okay, halb Prot 4 haben wir schon mal. 1 und 7 Emeralds fehlen uns. Prot 4 und wir haben Full Prot 4. Let's fucking go. Boom. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir machen wollten. Dann gehen wir ins End. Und jetzt an Tag 42 haben wir endlich den Stronghold gesucht. Ihr hattet mit Norden schon ungefähr recht, oder? Wir predikten jetzt. Ah, oh, Mist, okay. Let's go, sie ist nicht geploppt. Oh, da ist ein Dorf. Ja, wir markieren uns das Dorf. I just don't need it. Oh, Jungs. Oh, 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 oh. Warte mal. Okay, okay. Ich dachte gerade, ich bin absolut lost. Aber das war actually wasted. Zum Glück ist es nicht aufgeploppt. Hä? Aber wir sind doch gerade von da gekommen. Ich werf noch eins. Wir sind so viel getravelt. Come on. Oh, okay, okay, okay. Wir sind da. Oh mein Gott, es ist zerploppt. Und jetzt haben wir uns einfach blind nach unten gegraben und haben den Stronghold gefunden. Ich gehe nur mal kurz auf Nummer sicher und guck, dass hier nichts ist. Oh, wir haben's, Jungs. Wir haben's. Oh mein Gott. Was? Hört hin. Und rein. TTS geht, obvious. Gut gemacht. Oh, nice, ey. Gar keiner mehr. Da oben noch, ja. Ich bin gerade eher verwirrt von dem Fakt, dass die Hitboxen sich nicht zeigen. Wirklich? Ach, Digga, komm. Jetzt haben wir einfach die Türme zerschossen und den Ender Dragon besiegt. Aber eben muss halt auch gewährt sein. Ah, chillig. Chillig. Oh, nice. Notch wollte einfach mal kurz den Enderdrachen ein bisschen schützen. Der Enderdrache hat legit Imbiss getrunken. Let's go! Was wirklich sehr useful war für uns jetzt, ist, dass wir so viel XP bekommen haben vom Enderdragon. Auscheck. Let's go! Jetzt, wo wir eh schon im End sind, können wir uns auch direkt abmachen und eine Elytra suchen. Auscheck, ist ein Schiff dabei? Das ist kein Schiff dabei. Glück. Bitte nicht noch... Oh, danke. Nice, das aimt hier an. Who knows? Ja, Bullshit, I guess. Das ist actually aber gut. Oh wait. Wir haben actually guten Stuff drin. Dann würde ich sagen, gehen wir dann weiter und suchen dann ein Schiff. Ja, und was jetzt kommt, ich sag einfach gar nichts. Wir craften uns jetzt die Ender Chest. Wie willst du die abbauen? Ich bin dumm. Stimmt. Ich kann die ja gar nicht abbauen. Ich habe ja gar keinen Silk Touch. Ich bin so stupid. Auch hier ist kein Schiff. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Okay. Ja, eh nicht so nicer Stuff. Ja, und bei der dritten End-City, die wir gefunden haben, war jetzt endlich auch ein Schiff. Yo, Schiff! Wir fahren jetzt ganz viele Blöcke und bauen uns rüber. Wir haben nun die Elytra. Aber jetzt am Tag 47 ging es endlich ab nach Hause und wir konnten uns unsere Schalker craften. Wir färben erstmal die Orange. Gunpowder sollten wir actually auch in eine Kiste machen. Das heißt, wir machen einfach mal... Egal, Zucker können wir bestimmt auch irgendwann gebrauchen. Jetzt haben wir nur noch Papier gebraucht für Rockets, um halt mit der Elytra fliegen zu können. Zack. Und zack. Jetzt bitte nicht fronten, Leute, aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, dass Pillager auch einfach so spawnen können. Seit wann habe ich Böses Omen? Wo kommt ihr her? Böses Omen wurde eröffnet. Also eröffnet wahrscheinlich. Erlangen. Jetzt haben wir uns aufgemacht, zu einer Random Village zu gehen und dort einen Raidfight zu machen. Schließlich brauchst du ein Idiot wie ich auch ein Totem. Ding Dong. Hallo! Wo kommst du denn her? Du kommst aus dem Nichts. Wait, wir haben ihn schon gekillt. GG. Ja, das wollten wir vielleicht nicht wegwerfen unbedingt. Und genau an Tag 50, als wäre es gescriptet gewesen, haben wir den Raidfight geschafft, haben zwei Totems bekommen und jetzt konnte alles erst richtig losgehen. Was wir noch alles nach Tag 50 Geiles gemacht haben, das erfahrt ihr im nächsten Video. Also gebt dem Video ein Like, wenn ihr mehr davon sehen wollt.